Schwarze sind gleich Neger. Hey und danke, dass ihr da eingeschaltet habt. Dieses Video wird eine Storytime. Ja, ich weiß, sowas in der Art habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, weil weiß ich auch nicht. Aber ich dachte, ich fange mal damit an und ich hoffe, es gefällt euch. Also nimmt es mir nicht übel, wenn ich ein paar Fehler mache oder wenn irgendwas nicht so klar rüberkommt, weil ich es nicht irgendwie ganz richtig erklären kann. Ich werde mir auf jeden Fall viel Mühe geben, euch das richtig zu erzählen. Und am Ende des Videos gibt es die Gewinnspielverlosung von vor 3 Wochen. Ja, ich weiß, es ist lange her, dass ich das Gewinnspiel gemacht habe, aber ich hatte wirklich wenig Zeit, auch im Privaten. Und deswegen mache ich das jetzt erst, aber ich hoffe, dass ihr euch trotzdem über das Geschenk freut. Ja, betrachtet es einfach als ein Weihnachtsgeschenk. Wie ihr vielleicht schon in der Überschrift untertitelt meines Videos gesehen habt, nennt man solche Leute wie mich Neger. Neger. Ja, Leute, ganz richtig gehört. Und warum werdet ihr gleich hören? Und ich hoffe, ihr seid genauso geschockt wie ich. Und ja, ich fange nochmal an. Und zwar, also ich werde keinen Namen nennen oder wo das passiert ist, weil ich weiß nicht, inwiefern ich da Stress bekomme. Aber eigentlich wird die Geschichte, also die Story auch so ganz deutlich. Und zwar begann das alles in einer Schule, und zwar in meiner Klasse damals mit meiner Englischlehrerin. Und zwar hatten wir das Thema Sklaverei. Und ja, Leute, ihr könnt euch schon denken, worum es ging, also warum. Und zwar hörte ich auf einmal das Wort Neger. Und ich dachte mir so, hat die jetzt wirklich Neger gesagt? Und dann habe ich einfach nichts gesagt. Ich dachte, ich habe mich verhört oder so. Meine Freundin hat es auch nicht richtig verstanden, auch nur so leicht. Aber ich wollte da jetzt keinen Stress anzetteln, bevor ich nicht wirklich weiß, was die gesagt hat. Auf jeden Fall nach 2 Minuten hörte ich dann wieder Neger. Und dann dachte ich mir nur so... Oh, hell no! Was? Und dann habe ich die halt auch gefragt, so wie bitte? Und dann meinte die so... Ja, die Neger in, keine Ahnung was, ne? Die Neger halt, meinte die schon wieder. Ich so, wie bitte? So können sie die doch nicht nennen. Und die so, doch, das sind Neger. Und ich so, wieso sind das bitte schön Neger? Die so, ja, schwarz. Dann stand die wirklich da. Die stand wirklich da, so mit den Händen. Schwarze sind gleich Neger. Und ich dachte mir so, really? Das hat die jetzt nicht wirklich gesagt. Und ich war einfach nur baff. Ich habe in dem Moment, ich weiß nicht, wie ihr in dem Moment reagiert hättet, aber ich war in dem Moment einfach so baff. Sorry Leute, ich war in dem Moment einfach so baff, dass ich nicht wusste, wie ich reagieren sollte. Vielleicht wären andere von euch irgendwie total ausgerastet in dem Moment. Klar, sowas sollte man sich nicht gefallen lassen. Aber ich war einfach so baff in dem Moment, dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Kennt ihr sowas? Wenn eine Person einfach irgendwas sagt, womit ihr gar nicht gerechnet habt, was eigentlich total, also von meiner Englischlehrerin, also ich war total sprachlos. Und ich meine, klar war sie schon etwas älter, aber so halt alt auch wieder nicht. Wahrscheinlich war die gerade mal, ich weiß es nicht, 40 oder so. Und selbst wenn, also in dem Alter sollte man das eigentlich wissen. Ich meine, andere Lehrer sagen es ja auch nicht, ne? Und dann habe ich das halt so meiner Klassenlehrerin später erzählt und die war natürlich total entsetzt und wollte das halt klären. Daraus ist aber halt nichts geworden, weil das an sich halt schon so eine schwierige Person war, ne? Und dann sollte ich halt mit ihr persönlich das Gespräch suchen, wozu ich aber erst eine Woche später kam. Und da hatte ich halt vorher noch Unterricht mit ihr und da habe ich halt bemerkt, dass sie mich seitdem total auf dem Kicker hatte, weil ich sie halt verpetzt hatte. Und da sollten wir halt ein Buch irgendwas zusammen lesen, aber weil wir das Buch halt nie benutzen, hatten das halt nur so, keine Ahnung, 10 von 30 Leuten mit und wir sollten uns halt die Bücher teilen. Weil ich aber halt ganz hinten saß und nur nach vorne jemand mit dem Buch frei war, habe ich halt aufgezeigt und gefragt, kann ich mich nach vorne setzen, ne? Und dann meinte sie eiskalt zu mir, nee, du bleibst jetzt da hinten sitzen und bekommst das, was du verdienst. Bruh. Und ich dachte mir nur so, was? Wie bitte? Schon wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, das kann nicht ihr Ernst sein, ne? Und dann habe ich mir das aber nicht gefallen lassen. Dann ist sie richtig ausgerastet und meinte zu mir, entweder verlasse ich den Raum oder ich bleibe hinten sitzen. Und ich habe es ganz sicher nicht eingesehen, dass ich da hinten in meiner Ecke sitzen bleibe, alleine. Und nein, ich bin einfach gegangen. Auf jeden Fall, dann hatte ich auf jeden Fall nochmal Unterricht bei ihr.
Und dann war ich schon wieder irgendwas mit Sklaverei. Und dann war die irgendwas am Vorlesen und dann so zwischendurch meinte sie so, Philippa, your topic. Und ich dachte mir so, wie bitte? Das war so richtig provozierend, ne? Als hätte sie sich richtig sparen können. Auf jeden Fall hatte ich dann Notenbesprechung bei ihr und ich stehe halt sonst immer eigentlich 3. Habe alles 3 geschrieben, mündlich war ich auch immer 3. Halt bin ich die Beste in Englisch, aber es war halt okay. Und dann war das halt so, dass ich auf einmal 5 stand. Innerhalb von einem Monat. Und dann dachte ich so, habe ich sie so gefragt, wie kann ich innerhalb von einem Monat bitte 2 Noten abrutschen? Und dann meinte sie halt so zu mir, ja, das ist halt so. Die hat wirklich gesagt, das ist halt so. Mehr konnte sie dazu nicht sagen. Und dann dachte ich mir so, das kann nicht sein. Ne? Und dann dachte ich mir so, das kläre ich später. Dann habe ich sie halt auf dieses Thema mit dem Neger angesprochen. Und dann meinte die so, ja, tut mir leid, aber ich wüsste nicht, worüber wir reden sollen. Es ist schon alles geklärt. Ich wüsste, es gäbe nichts zu entschuldigen. Und ich so, wie bitte? Und dann meinte ich auch, dass ich halt sie dafür anzeigen könnte, dass man sowas halt heutzutage nicht mehr sagt. Habe versucht, noch nett zu sein, ihr irgendwie zu erklären, dass man sowas heutzutage nicht mehr sagt. Und die ist einfach gar nicht drauf eingegangen. Die hat einfach drauf bestanden, dass Leute wie ich halt braun bis noch dunkler halt schwarz, Neger sind, ne? Und ich war einfach baff. Ich bin einfach gegangen. Ich habe gesehen, dass man mit der Person nicht reden kann. Man redet da richtig gegen eine Wand. Und das wollte ich mir sparen, wirklich diesen Nerv. Und dann habe ich halt, das Schlimme ist halt, dass sie dann am Ende noch, ach ja, das Schlimmste ist, dass sie am Ende noch eine Nonne wurde. Oh, hell no! Bevor sie gegangen ist. Ja, ich durfte sie dann auch noch Schwester nennen. Oh, oh, ah. Das war ja noch die Höhe, dass sowas, so eine Person wie sie, die mir das Leben dort in Englisch zur Hölle gemacht hat, auch noch Nonne geworden ist. Ne? Also kann ich nicht verstehen, kann ich nicht nachvollziehen, was die Leute sich dabei gedacht haben. Auf jeden Fall ist sie dann am Ende von der Schule geflogen und ich konnte meine Noten nicht mehr verbessern, es sei, weil die meinten halt, meine Noten, die sie aufgeschrieben haben, wäre ihr Eigentum und wenn ich es beweisen wollen würde, dass ich besser bin, hätte ich meine Klausuren mitbringen müssen. Aber so dumm wie ich war, habe ich halt meine Klausuren damals, wo ich halt noch keinen Stress mit ihr hatte, ja direkt weggeschmissen und hatte halt keine Chance. Mein Glück war es, dass sie halt nach einem Jahr gegangen ist, also suspendiert wurde sogar. Sie hat schon seine Gründe haben, ne? Und hatte zum Glück das Glück, halt eine neue Lehrerin zu haben. Und da bin ich auch so froh drum, dass die nicht mehr bei uns ist. Und ja, es ist einfach krass. Also mir sind schon so viele verrückte Sachen passiert. Letztens war ich zum Beispiel in einem Supermarkt mit meinem Freund und dann haben wir halt ein paar Sachen gekauft. Das war wirklich nicht viel. Das waren 4, 5 Dinge. Und dann hat mein Freund zu mir gesagt, da ist aber teuer, ne? Aber gerade weil es wenig war. Wir haben gerade für 4, 5 Dinge, keine Ahnung, 15, 16 Euro gezahlt. Und da meinte die Kassiererin schon so, also die drehte sich so zur Seite und meinte, trinkt ihr Glas, was auch immer. Meinte so, tja. Und dann dachte ich mir schon so, was? Dachte ich mir schon, wie bitte? Und dann, ich habe mir aber nichts gedacht, also nichts gesagt. Ich habe mir meinen Teil gedacht, ne? Wollte da keinen Stress anzetteln. Und dann nimmt die Karte von meinem Freund, weil er halt mit Karte gezahlt hat und meinte so, für da, wo ihr herkommt, solltet ihr eigentlich froh sein, für was ihr hier bekommt. Ich dachte mir so, was? Nach dem Motto, die Leute in China, die da für diesen geringfügigen Lohn arbeiten, in wirklich lebensbedrohlichen Situationen, sollen sich damit zufrieden geben, weil sie eh nichts Besseres gewöhnt sind? Bruh. Also, nein, noch nie so eine dumme Aussage gehört. Das war einfach Schwachsinn, ehrlich. Das war schon wieder so ein Moment, wo ich einfach baff war. Sogar mein Freund war baff. Und wir wussten einfach nicht, was ich sagen sollte in dem Moment. Ich bin aus dem Laden rausgegangen und guckte meinen Freund an und meinte, was war das? Was war das? Ich wusste nicht, ob ich lachen sollte oder ob ich sauer sein sollte, weil das einfach, das war schon wieder so dumm. Das war schon wieder so dumm, dass es einfach witzig war. Also, es war nicht in Ordnung, aber irgendwie war es einfach witzig. Aber im Nachhinein habe ich mich schon sehr darüber aufgeregt und auch darüber aufgeregt, dass ich in dem Moment nichts gesagt habe. Aber ich bin in diesen Momenten halt immer so baff,
dass aus mir nichts rauskommt, als irgendwie so geschockt zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das auch? Habt ihr das auch schon mal erlebt? Also ich finde das krass. Also im Nachhinein wäre ich am liebsten wieder da reingegangen und hätte die fertig gemacht, ne? Wenn ich darüber nachdenke. Aber in dem Moment war ich einfach baff. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, ob euch auch schon mal sowas passiert ist und ob ich nicht der Einzige bin, ob das daran liegt, dass ich, keine Ahnung, in einem Dorf wohne, wo es halt nicht so viele farbige Schwarze gibt. Und ja, keine Ahnung, woran es hier liegt, aber mir ist hier auf jeden Fall schon oft sowas passiert und würde mich interessieren, ob euch auch sowas passiert ist. Und ja, dann komme ich zu dem Gewinnspiel. Ich habe hier eine Box, wo ich die Namen drin stehen habe und ich werde jetzt hier einen Namen rausziehen. Ja, und die Gewinnerin ist Nalin. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit deinem Geschenk, also dass es dir gefällt. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn die Leute, die Nalin kennen, wenn ihr ihr Bescheid geben würdet. Ich werde es hier oben nochmal einblenden. Und in Facebook werde ich es auch nochmal bekannt geben. Wie gesagt, es wäre cool, wenn ihr der Bescheid gibt. Falls sie es irgendwie nicht sieht, es wäre ja schade, wenn sie ihr Geschenk nicht bekommt. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr die Glocke unten anschalten würdet. Ich weiß nicht, ob es auf der oder auf der Seite ist. Auf jeden Fall ist es so, dass YouTube im Moment ein bisschen spinnt. Und dass halt die Videos mit normalen Titel sozusagen nicht sehr gefördert werden in YouTube, sondern eher die Videos, wo irgendwie steht, ja, ich ziehe mich nackt aus oder sonst irgendwas, die werden halt immer gepusht und nach oben gesetzt. Und bei den anderen ist es halt so, dass YouTube die sogar teils deabonniert und also dass die Videos, also wenn ihr mich nur abonniert habt, dass ich dann nicht in eurer Abo-Box erscheine oder dass YouTube euch sogar deabonniert. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr immer guckt, ob eure Lieblingsabonnenten halt noch abonniert sind und ansonsten einfach die Glocke unten anschalten, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade und verpasst auch nichts mehr. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe mein Bestes gegeben. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob euch das gefallen hat, die Storytime, ob ich sowas nochmal machen soll und ob ihr sowas halt auch schon mal erlebt habt.